Ich bin nie fortgegangen. Ich habe zwar meinen Körper verlassen, aber die Energie ist noch hier. Und ihr nennt sie das Christusfeld, das Kristallgitter, das Christusgitter. Ich habe den Seelenanteil, den ich damals mitgebracht habe, damals um die Welt verstreut, könnte man sagen. Und die Splitter dieser Seelensubstanz bilden das Kristallgitter, das ständig wächst durch andere Gaben. Und in dieser Adventszeit des Jahres 2020 möchte ich es kurz halten und nur ein Gebet mit dir sprechen. Oder einen besonderen Adventskranz der Hoffnung anzünden. Doch dieser Adventskranz hat nicht nur 4 Kerzen, sondern 12 plus einer. Und so zünde mit mir bitte diesen Kranz, diese Kerzen eine nach der anderen an. Und du wirst sehen, es wird dir Hoffnung geben. Es wird dir gut tun, diese Hoffnung zu nähren, als Kerzen anzuzünden. Zünde die erste Kerze an, für die Hoffnung, dass die Menschen in Führungspositionen sich auf ihre Menschlichkeit besinnen. Zünde die zweite Kerze an, für die Hoffnung, dass die Menschen erkennen, wo sie Beschädigungen der Seele aufweisen und beginnen, sie zu heilen. Zünde eine dritte Kerze an, für die Hoffnung, dass die Menschen erkennen, wo sie falsch handeln, es zugeben und bereit sind, die Konsequenzen zu tragen. Zünde eine vierte Kerze an, für die Hoffnung, dass der allgemeine Kurs der Heilung eingeschlagen wird, sodass nicht nur diese Gesellschaft Heilung erfährt, sondern alle Geschöpfe auf dieser Welt und letztlich auch die Natur wieder in Ordnung gebracht wird. Zünde eine fünfte Kerze an für die Hoffnung, dass die Menschen ihre ganz eigene persönliche Verantwortung für ihren Zustand erkennen. Zünde eine sechste Kerze an für die Hoffnung, dass die Menschen erkennen, dass ihr ganz eigener persönlicher Zustand den Zustand der Welt widerspiegelt. Zünde eine siebte Kerze an für die Hoffnung, dass jeder Mensch erkennt, dass er ganz persönlich etwas zur Änderung von schlechten Situationen beitragen kann und es dann auch tut. Zünde eine achte Kerze an für die Hoffnung, dass die Menschen erkennen, dass der auf lange Sicht einzig gangbare Weg der der Eigenverantwortung ist. Zünde eine neunte Kerze an für die Hoffnung, dass die Menschen erkennen, dass Schuldzuweisungen niemandem nutzen, sondern nur Schaden anrichten. Zünde eine zehnte Kerze an für die Hoffnung, dass die Menschen erkennen, dass niemand zu klein, zu gering ist, um ein Licht für andere zu sein. Zünde eine elfte Kerze an und wir nähern uns dem Ende des Kreises für die Hoffnung, dass du erkennst, dass du bereits ein Licht für andere bist und dieses Licht immer stärker und heller leuchten kann und wird. Und zünde eine zwölfte Kerze an, dass dieses Licht in dir immer heller und stärker werden kann. Und so abgedroschen das klingen mag, ist es die Liebe zu jedem und allem, was ist. Die 13. und letzte Kerze platzieren wir in der Mitte dieses Adventskranzes. Und wir zünden sie an für die Hoffnung, dass die Liebe letztlich alles überwindet und siegt. Das war meine Adventsbotschaft. Ich grüße dich. Ich sehe dich. Ich fühle dich. Ich liebe dich. Ja, dich. Frohe Weihnachtszeit.